Guten Morgen. Auch heute scheint endlich mal wieder die Sonne. Ne, Madita? Nur, dass das Gras noch trocknen muss. Das Gras muss noch trocknen. Und das wir haben eine neue Blume bekommen. Wir haben eine neue Blume bekommen. Ja. Magst du die zeigen? Ja, komm. Jedenfalls nutzen wir heute den Sonnenschein. Und wir haben schon Wäsche gewaschen. Die hängen wir gerade auf. Ja, halt. Und jetzt so, oh, das ist ja mega nass hier noch, das hohe Gras. Ja. Ah. Aber hier hinten ist so viel. Ja, eine neue Blüte, ne? Genau. Die sieht schön aus, ja, das stimmt. Hier drüben haben wir noch so einen, der blüht ganz, 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 ganz doll. Yes, die sieht schön. Weißt du, das sind getrennte Büschlein. Ja, das sind eigentlich sind das drei Büsche, ne? Das stimmt. Hier sitzt ja eine kleine Käfer drauf. Auf dem Blütenblatt. Der mag es wohl auf diese Pink. So, jetzt gehen wir mit der Wäsche aufhängen. Und dann legen wir los. Und dann legen wir los, dann frühstücken wir erstmal, ne? Ja, ich hab schon Hunger. Ist schon Hunger, ich hab auch Hunger. Und Kaffeedurst. Vor allem Kaffeedurst. Aber ich wollte jetzt gleich erstmal die Wäsche aufhängen. Und dann. So. Das hier ist? Mein! Richtig! Lass es weiter so machen! Deine Katze! Yeah. Glitzerkatze! Yeah. Hängen wir jetzt hier hin, ne? Ja, die sieht schön aus. Das ist mein Lieblingspullover. Oh, Madita, schau mal die Raupe hier an unserem Küchentisch an. Was ist das hier, eine? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Vielleicht die Giftblumen, die wir überall. Aber meistens werden ja wunderschöne Schmetterlinge aus den Raupen. Ja. Das war dann mal im Internet gucken. Oder diese Raupen, die beim Leben die auf den Boden kriechen. Schau. Die Prozessionsspinne? Nein, die werden das nicht. Die sehen ganz anders aus. Okay. Die haben wir an Griechen, dann haben wir die ganz viel gesehen, ne? Ja, die bösen Spinnen. Die man nicht anfassen darf. Die Pinien-Prozessionsspinne gab es ja. Da, jetzt wissen wir, was das wird. Ja. Ein Mond. Fleck, Häubchen ist das. So, jetzt gehen wir aber erstmal frühstücken, ne? Ja. Ja, ich habe auch Hunger. Ich habe am meisten Hunger. Dann legen wir wieder zu den anderen. Du hast keinen Hunger. Und unser. Oh, hier sehe ich ja, wer noch aufgestanden ist. Guten Morgen. Du hast deine Frage gemacht. Hey, Kleiner. Hast du mit meinem Haufen gespielt? Deine Hand ist kalt. Meine Hand ist kalt. Ja, ich war auch gerade draußen Wäsche aufhängen. Es ist noch ich habe mal meine Einhorn, ich jetzt ein Kaninchen-Einhorn gefällt. Ein Kaninchen-Einhorn? Ziemlich frisch noch draußen, obwohl die Sonne scheint. Oh, der Kalle. Der geht noch ganz toll. Aua! So, jetzt deck mal den Tisch. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Und Kaffeedurst habe ich. Ich bin erstmal noch ein Schlaf. Kuschelt ihr noch ein bisschen, dann mache ich Frühstück. Wir haben Mirabellenbaum gefunden und ich schüttel jetzt ganz kräftig und die Anne, die sammelt auf. Aber so schön voll ist. Ja, so schüssel schon. Oh, die hängen da so viele, guck mal, das ist Wahnsinn. Ich schüttel gleich nochmal. Da ist so voll unsere Schüssel. Ist mal gut gemacht. Freue ich mich. Können wir vielleicht einen Kuchen backen heute, einen Mirabellenkuchen? Oder einfach nur so naschen? Werden wir sehen. Ja, wir haben gerade Mirabellen gesammelt. Also aufgelesen. Ja, Pizza! Pizza? Nee, Pizza nicht. Die kleinen Pflaumen, die gelben, zum Naschen. Ja! Und jetzt weiß ich noch eine Stelle, wo es Äpfel gibt. Da werden wir noch Äpfel auflesen gehen und die dann trocknen. Ja! So, dann steigen wir mal aus, ne? Diese Blume, die können auch gehen sein. Da kommen die Äpfel rein. Der Kalle hat die große Tüte. Hier liegen ganz viele unten. Hier können wir auch von unten mal gucken, welche noch gehen. Da müssen wir gar nicht so viel pflücken. Ich muss einer hochklettern. Was so? Na, ich nehme jetzt erstmal welche von unten, weil die sind auch noch gut. Bei, bei, bei. Ich nehme die.
Und du kannst auch welche, wenn du reinkommst, genau. Das ist schön. Ach man, musst du unbedingt welche von Boden nehmen. Die haben bestimmt schon irgendwelche Tiere angefressen. Nein, die sind noch gut und die tun wir doch dann eh aufschneiden. Von mir aus macht daraus Apfelmus. Kann ich auch wieder Apfelmus leckeren machen, ne? Genau. Ja, kann ich meinen Apfel auch verwenden. Da stehen so unsere Äpfel. Die Mirabellen. Tino arbeitet. Ja. Und jemand, die da nascht schon. Ich arbeite nicht. Die sind lecker, ne? Wo ist der Biermüll? Weißt du, was ich mache? Nee. Ich bin quasi in den letzten Zügen, bevor ich das Dach aufschneide. Ach so, du machst dich noch mal ja, schlau. Ja, ich bin hier. Recherchierst sozusagen. Ich recherchiere gerade noch mal Fotos. Ich habe so einen Schiss, das Dach aufzuschneiden. Dass du es falsch machst. An ja. der falschen Stelle. Ja, deswegen. Wir schummeln ja ein bisschen. Ja, wir bauen ja was nach, was wir für gut befunden haben sozusagen. Also dafür schämen wir uns ja auch nicht, um Gottes Willen. Aber und ich habe doch freundlicherweise auch ganz viele Fotos bekommen von der Innenseite und von der Außenseite und so. Aber es fühlt sich trotzdem ganz schön komisch an. Ja. Aha, der Karl ist auf dem Tisch und macht komische Dinge. Oh, 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 wenn das die Mama sieht. So, wir sind dabei. Jetzt machen wir Mirabellenkuchen. Ist eh Mittagszeit, kann ich sowieso nichts am Auto machen. Und ein Horni hilft uns auch. Nein, das ist mein. Ja. So, die Verena, die kocht nämlich gerade schon die Milch auf. Ja, und der Kalle, der wartet, dass es losgeht. Oh. Hat die das Mehl zu schreiben? Man muss immer mal ein bisschen... 200 müssen es sein. Naja, passt so. Perfekt. Ja. Du kannst den Zucker reinmachen. Oh ja, da kannst du den Zucker rein. Vorsichtig. Vorsichtig. Ein Horni schieben wir mal ein Stück zur Seite. Langsam, Kalle. Wie viel Zucker? 130. Langsam. Nochmal. Komm, weiter. Kalle, weitermachen. Weiter? Eine Naschkatze. Komm, weiter. Da. Fertig. Ich. Ein Ei? Ich. Nimmst du dir eins raus? Kann ich es machen? Mach das zusammen. Aber da weiß ich nicht mal. Mach noch. Ich will das machen. Nee, ich will das machen. Wir probieren. Wir ja. beide machen. Wir beide machen. Ja, okay. Du musst schon alleine machen. Oder die Dieter hilft dir, okay? Machst du vielleicht mit der Dieter zusammen? Ey. Ein bisschen mehr. Tiefer. Der Kalle ist ganz gespannt. Ja! Oh. Jetzt haben wir hier. Ein Drittel vom Teig? Nein, zwei Drittel vom Teig. Zwei Drittel vom Teig da, ein Drittel wird die Streusel. Und die Madita ist verzaubert. Ja. Das T-Shirt, da haben wir damals noch in Dresden gewohnt. Ich weiß, das hatte die Anne und die Lena hatten das an beim Stadtlauf. Jetzt kommt der Pudding drauf. Ihr könnt das ja auch schief halten, oder? Und draufkippen? Oder sollen sie den schaufeln? Wie ich das mir Spaß macht. Okay. Schaufeln. Schaufeln, alles klar. Dann schaufel dir den Pudding rüber. Ja, Achtung! Langsam, 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 Kalle. Kann ich auch das reichen? Na klar. Das reicht vielleicht schon, ne? Doch, die. Wenn du deckst dir alles auf. So. Ganz schön, okay? Schmeckt's? Brauche ich dir eigentlich auch bloß den Teig von den Streuseln und den Pudding? Mhm. Ja. Drei. Da. Zwei. Da. Eins. Null. Das sind so viele. Das sind so viele. Ich habe aber so schön gemacht und jetzt hast du alles aufgekippt. So? Na, das ist gut bedeckt. Also. Ist gut bedeckt. Mhm. Ja, ja, hier in die Ecke noch ein paar. Und lecker sind sie auch. Dann können wir noch ein paar Mandeln. Nein, draufkippen. Kann ich die festdrücken? Drauf. Nein, mach das. Ich mach. Ein bisschen in den Pudding drücken. Ja. Immer
Und dann kommen die Streusel noch. Oder die machen Streusel. Hier ist ja noch der restliche Teig. Den können wir jetzt. Na, nicht. Alles. Oh, Kalle. Naja. Also. Ja, naja, es sind ein paar mehr Mandeln. Platz machen. Guck mal, muss man so kleine Klümpchen machen. Und daraus entstehen dann die Streusel. So, jetzt ab in den Ofen mit dir. Boah, ist das schwer. Das ist mega schwer. Achso. Ah, da ist das. Und noch, da geht was. So? Wunderschön. Das ist eine schöne. So, 35 Minuten bei 200 Grad. Today is the day. Schon wieder? Hey, jetzt auch. Sag's euch. Du kriegst erstmal aufs Dach hoch und du kletterst. Klingt schöner. Guck mal, dass das hier nicht im wilden Fluchen endet. Also, ich habe jetzt von unten so Löcher durchgebohrt, kleine. Hab das jetzt hier oben angezeichnet. Hab Probestücken noch und nöcher gemacht. Und geguckt, was am besten geht. Trennscheibe, Plasmaschneider. Und bin jetzt am Schluss bei Stichsäge hängen geblieben. Ja, genau das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt Stichsägen. Schutzbrille. Gut aus, richtig schön gerade. Ich habe noch genau dieses eine Sägeblatt. Na dann, es läuft. Bist ja auch fast rum, würde ich sagen. Ich habe es ja fast geschafft. Also die ersten 50 Zentimeter sind ja getan, ne? Und das sind, warte mal, 3, 6, 10. Also ein halber von 10, naja. Meine Damen und Herren, ich präsentiere der Kuchen. Willst du schon mal anschneiden? Ja. Ja. Ich habe auch Hunger. Ich habe vor allem Kaffee gedrückt. Und ich denke, er ist so saftig, dass er nicht mehr auf. Ach du Schande. Guck mal ran, Madita. Wir machen mal ein Probestück. Oh nee, echt? Das ist die Probe. Für die Juli gibt es jetzt ein schönes. Oh, guck. Jetzt lass mal uns erstmal schmecken. Meine andere Schmelze. Oh! Der ist leicht säuerlich, ne? Ist so eine Sache mit frischem Obst. Sauermachtlust. Also der Kuchen, wie man sieht, der ist total lecker. Und der ist noch schön warm. Und vielleicht ist das auch der Punkt, warum er so ein bisschen weicher noch ist. Wenn wir noch eine Stunde gewartet hätten, wäre er vielleicht auch noch nachgestockt. Der wäre aber auch erst eine Stunde später lecker. Ja. Wow! Ein Strich, ja, los! Wow! Ich bin hochgekommen. Ich wollte wieder hoch. So, sag da eins mal, schick neue Brille. Ja, wollen wir gucken gehen? Ja. Komm. Unbedingt. Ja, muss ja was zeigen. Und dann muss ich hier noch das eigentliche, sozusagen, das Gerippe dann wegmachen. Ja. Und, hier, guck mal. Da kommt Licht. Aber übelst. Da kann ja nichts schief gehen, sozusagen, ne? Weil, also, es kann nichts schief gehen. Aber, das hält ja jetzt noch alles erst einmal. Spannend wird's dann, wenn wir diese Träger hier durchteilen, weil dann müssen wir stützen. Eine Idee vor allem. Ja. Ja, ich habe überlegt, ob ich hier in der Mitte von dem, sagen wir, mit den großen Böcken hier wie so eine Art Krust baue. Dann kann man das ringsrum trennen und dann kannst du, hast du nämlich trotzdem die Ecken frei, um das dann. Ja. Wir müssen es ja dann noch irgendwie 60 Zentimeter nach ungefähr oben bewegen und gleichmäßig. Das wäre gut. Sonst läuft der Regen gut ab. Diese Frau sieht immer was Gutes. Ja. Ganz praktisch gedacht. Genau, bald kann man hier drin stehen. Das ist erstmal cool. Also das 2 Meter Innenhöhe. Je nachdem, wie groß man ist, ne, ist das auch grenzwertig, aber. Für uns ist es super. Wir sind so 1,75, 1,76. Fußbodendämmung rein, Deckendämmung rein und trotzdem können wir da noch gut stehen. Das es gibt halt keine Kronleuchter. Dann überlegen wir ja gerade noch so ein bisschen den Namen. Es gab ja jede Menge Vorschläge von euch. Vielen Dank dafür auf jeden Fall erstmal. Ne? Genau.
Das macht natürlich die Entscheidung nicht leichter, wenn man so viele Vorschläge hat. Ja. Ja, sind wir uns noch nicht ganz einig, glaube ich. Ich weiß nicht. Nee. Da muss der Familienrat noch mal tragen. Ja, müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, im nächsten Video werden wir auf jeden Fall den Namen bekannt geben. Weil wenn man keinen Druck hat, dann kommt man nicht zu einer Entscheidung. Ja. Oftmals zumindest ist das so. Na, ich werde jetzt weiterschneiden noch ein bisschen. Ich werde es mal irgendwie ein bisschen Öl probieren, weil das klemmt nämlich fest. Das Sägeblatt Alu ist echt was fürchterliches zum Schneiden, finde ich. Aber ja, es ist ja super praktisch trotzdem. Ich werde das jetzt ringsrum so die Stückchen aufschneiden, werde aber dieses Stahlgerippe, was drunter sozusagen, erstmal noch stehen lassen. Das werde ich dann nämlich dann von innen trennen müssen. Und wenn ich das auftrenne, dann muss ich ja stützen. Ich habe auch noch keinen so einen richtigen Schimmer, wie schwer das genau ist. Jetzt werden wir rausfinden. Wieso alles? Ja, wenn wir das gemacht haben, habe ich vorhin gerade gemessen und gemacht und getan. 60 cm. 60 cm wird es höher. Oben noch so einen neuen umlaufenden Rahmen, dann unter das Alugestell zaubern. 60 cm lange Stützen plus ein bisschen mehr, weil das unten neben dem neuen Rahmen läuft. Sagen wir mal vielleicht 65. Mhm. Könnte man die schon mal besorgen. Ja. Und ein paar mehr noch für. Ja. Beratet. Nee. Sozusagen ja für die Seitenversteifung, damit sich das nicht in der ersten Kurve zusammenfaltet. Ja, und dann bauen wir noch so ein bisschen Flacheisen, wo man dann später das Alu dran nietet. Aber das zeige ich mal, wenn es dann soweit ist. Soweit sind wir noch nicht. Schritt für Schritt. Ja, wir haben Zeit. Und dann wird man sehnsüchtig auf die nächste Sperrmüllsammlung. Die ist erst im Oktober, Tino. Aber ich habe schon große Vorfreude. Weil irgendwie müssen wir die ganzen Sachen loswerden, dann, was wir so in dieser einen Garage, die wir ja abgerissen haben, für die Ewigkeit gelagert hatten. In der Hoffnung, dass das dann alles mitgenommen wird und so. Ihr kennt das. Bestimmt. Ja. Ja, naja, machen wir noch ein bisschen was. Und dann... Gucken wir mal, wenn es heute Abend noch schön ist, könnte man noch ein Feuerchen machen. Oh ja, Feuer. Mal gucken, wie das Wetter mitspielt. Ja. Also, bis dahin. Feuer geht immer. Entschuldigung. Bis dahin. Euch erstmal eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. So machen wir's. Tschüss.